Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Crysis, dem grauenvollsten Spiel auf der ganzen Welt. Nein, natürlich nicht. Es ist ein tolles Spiel. Aber dieses Kapitel ist überhaupt nicht toll, weil wir immer noch Pilot spielen dürfen. Und ich glaube, wenn ich jetzt dieses Menü hier verlasse und ins Spiel gehe, werde ich erstmal sofort abstürzen. Aber schauen wir mal. Vielleicht kriege ich es ja noch irgendwie hin. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das Ding auch wirklich nicht beschleunigen oder sonst was. Ich kann nur mal versuchen, so auszuweichen, aber es wird auch nicht funktionieren. Im Gegenteil, ich sterbe gleich noch eher als beim letzten Mal. Aber ich habe auch keine Lust, die alle umzubringen. Das dauert viel zu lange. Andererseits habe ich das Gefühl, dass wir genau das tun müssen, weil das ja auch noch eine Sekundäraufgabe ist irgendwie. Lasst mich doch in Frieden. Ja, es hat selbstverständlich keinen Sinn so. Wow. Ich vergesse es immer wieder. Gut, dann müssen wir doch gucken, dass wir erstmal abstürzen. Dass wir ein paar Aliens hier noch besiegen, aber oh, das ist nicht machbar hier alles. Wieso kriege ich den jetzt hier nicht mehr hoch? Hallo? Wieso stürzt er jetzt sofort ab? Oh Gott. Entweder meine Maus ist kaputt oder das Spiel ist kaputt oder beides. Krieg den nicht mehr hoch gerade. Ich stürze sofort ab. Es ist sicherlich auch ein beschissener Speicherpunkt. Das sehe ich ja ein. Aber... okay, ich habe das Gefühl, wenn man die Leertaste drückt, dann kriegt man ihn auch wieder ein bisschen höher. Deswegen halte ich jetzt einfach die ganze Zeit die Leertaste drin. Vielleicht hilft's ja. So, wer möchte jetzt noch sterben hier? Hä? Wo sind die denn alle? Angeblich sind da noch welche, aber... Frage ist wo. Ah, da ist einer. Schade. Das war einer. Das bringt so nicht mal irgendwie anzufangen zu schießen. Das klingt voll undeutsch, aber egal. Weil ich treffe sie sowieso nicht. Ich werde 3 Kreuze machen, wenn dieses Kapitel hier vorbei ist. Das weiß ich jetzt schon. Ja, es bringt nichts. Ich treffe den nicht. Der ist zu hoch. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt nochmal versuchen, hier lang zu fliegen. Weil ich nur noch 30% Schaden habe. Ist das überhaupt der richtige Weg? Ich glaube, ja. Vielleicht wird es ja was. Versprechen kann ich es aber nicht. Gut, der Weg ist auf jeden Fall schon mal richtig. Er hat automatisch gespeichert. Hallo? Fliegt der noch? Oder steht er auf einer Stelle? Warum? Ich halte die ganze Zeit die Tasten gedrückt, damit das Ding in der Luft bleibt. Und er stürzt einfach so grundlos ab, obwohl ich nicht viel Schaden hatte in dem Moment. Also irgendwie ist das sehr unlogisch hier alles ein bisschen mit der Steuerung. Oder ist hier so ein Luftwirbel oder sowas? Oder keine Ahnung. Komm da irgendwie nicht lang. Komm da ernsthaft nicht lang. Ich versuch's nochmal. Fliegt jetzt nur geradeaus. Aber ich habe das Gefühl, der fängt automatisch schon an zu sinken. Geht's gerade einigermaßen. Komm schon. Ich speichere mal lieber nochmal.
Muss bestimmt da hinten irgendwo lang. Aber ich werde von 4 Aliens verfolgt. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Das ist gar nicht der richtige Weg. Wir fliegen da ins Nichts. Wo ist denn der Konvoi? Ich glaube, ich habe storytechnisch schon wieder irgendwie was verpasst. Ich glaube, der wurde abgeschossen und existiert nicht mehr oder so. Scheiße. Die werden wir auch alle nicht los hier. Im Gegenteil. Die töten uns einfach gnadenlos. Da haben wir keine Chance gegen. Ich habe das Gefühl, ein paar haben wir jetzt tatsächlich mal umgebracht. Wir müssen auf jeden Fall eigentlich zurück. Oh Mann, ist der nervig. Nur sind... Ich kann gar nicht nachgucken, wie viele es sind, weil ich ja sowieso alle paar Sekunden sterbe. Es sind unendlich viele. Also wir werden wirklich von allen verfolgt. Mit anderen Worten, wir haben keine Chance. Ich hätte hier, glaube ich, nicht speichern dürfen. Ich hab's jetzt mittlerweile vollends verkackt, glaube ich. Alter, ihr seid doch wahnsinnig. Aber ich versuch's trotzdem mal. Man kann ja nie wissen, vielleicht klappt es ja trotzdem. Wenn ich nur nicht schon so viel Schaden hätte. Das Flugzeug klingt auch schon sehr ungesund mittlerweile übrigens. Es gibt mystische Geräusche von sich. So, ich würde gerne auf die Karte gucken. Oh Mann, wie viele Eisstrahle da oder Eisblitze an der Seite mal vorbeischießen von den Aliens. Unfassbar. Aber es sieht gut aus. Wir kommen langsam wieder der Genki-Dama entgegen. Da zuckt sie schon. Wenn Son Goku uns denn hier wenigstens wirklich mal helfen würde, da hätte ich nichts dagegen. Der würde das schon regeln, hier wieder gegen die ganzen Aliens und so. Aber wir... mit unserem kleinen, pupsigen Flugzeug. So. Gut ist, dass ich jetzt gleich wieder da bin. Die eine Aufgabe, sekundär verteidigen Sie den Senkrechtstarter, ist auch grau unterlegt. Also ich glaube, wir haben die einfach wirklich nicht hinbekommen. Kann auch mal passieren, dass man eine Sekundäraufgabe dann irgendwie übersieht oder nicht schafft. Das ist dann, glaube ich, aber das erste Mal diesmal in dem Spiel. Ja, ich glaube, unsere Aufgabe besteht jetzt nur noch darin, möglichst viele Aliens zu töten, bis wieder irgendein Funkspruch kommt. Zumindest glaube ich das. So, kann ich auch auf einer Stelle stehen bleiben, wenn ich nicht mehr weiter gerade ausfliegen will, weil die kommen gerade alle da hinten so schön. Oder? Kommen die da wirklich? Ja. Das sind eine Menge Aliens. Ja, hier stehe ich gut. Hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich. Kommen die oder kommen die nicht? Irgendwie gar nicht wirklich. Vielleicht müssen wir auch... Also eigentlich leuchtet ja diese Aufgabe hier. Und sekundär rot verteidigen sie das Plateau. Haben wir das jetzt auch nicht geschafft? Ansonsten hier sind unsere Kumpels, die blauen. Vielleicht, hier ist auch noch ein blauer. Vielleicht müssen wir auch nur dahin. Ich weiß es nicht, aber... Naja. In jedem Fall müssen wir sicherlich Aliens töten. Ich speichere nochmal, ich lade eben nochmal neu, weil ich ja ein paar Raketen verschossen habe und wir haben auch nur noch 3 Stück. Das ist natürlich nicht so schön. Was sind denn das für Punkte da? Das sind doch gar nicht richtig die Aliens, oder? Doch, aber inaktiv. Wow. Ja, schon geht's eben wieder blendend. Wir haben die ganze Zeit auf uns gelauert. Nee, also Moment, stopp. Das will ich jetzt noch mal in Ruhe machen. Ich kann ja jetzt schon mal ein bisschen schießen. Vielleicht treffe ich ja irgendwas. So. Zack. 3 Raketen würden nämlich genau für 3 Aliens reichen. Aber leider treffe ich natürlich mal wieder nicht. Doch, ich glaube 2 habe ich getroffen. Ich weiß jetzt nicht, ob es so sinnvoll war, hier zu speichern. Ach, Mann. Der ist ganz schön aggressiv jetzt, weil ich seine Kollegen umgebracht habe. Das ist nicht gut.
Lalala. So, wo ist er hin? Na, wo bist du, Kollege? Ich glaube, er ist einfach immer direkt hinter mir. Das ist nicht so gut. Und ich kriege das gar nicht so schnell gedreht hier. Ja. Den habe ich wieder großartig getroffen. Muss man schon sagen. Wieder richtig gut funktioniert. So. Okay, das bringt nichts, weil ich mich dann selber töte. Aua. Hey. Lass mich doch in Frieden. Ich weiß gar nicht. Ach, ich fliege, glaube ich, eh gerade in die falsche Richtung. Ist das schade, dass ich keine Raketen mehr habe. Und ich will nicht in diese Richtung, weil da kommen ja immer mehr Aliens. Ich muss mich erstmal um diesen einen hier kümmern. Ja. Was auch schon schwer genug ist, wenn man nur noch... wenn man schon 78% Schaden eingesteckt hat. Oh Mann, das wird niemals was. Ich weiß noch nicht, ob wir da jetzt alle umbringen müssen, damit es weitergeht. Oder ob ich alles einfach schon verkackt habe. Und das ganze Kapitel neu anfangen müsste. Weil, naja, ein paar Sekundäraufgaben haben wir da nicht so wirklich geschafft. Ich glaube, den habe ich getroffen. Ja, gut. Ein Alien weniger. Ich bleibe jetzt hier stehen, bis es mir besser geht. Mal eben. So. Wir hätten hier noch 3 Aliens. Hier sind es nur noch 2. Aber es kann natürlich sein, wenn ich jetzt hier lang fliege, dass da noch ein paar rote Pfeile aufploppen, die jetzt vielleicht hier hinten eigentlich rein theoretisch irgendwo wären. Ich glaube, die würde er anzeigen. Weil die zeigt er ja auch weit weg an. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um die beiden. 5 Aliens sind ja auch eigentlich nicht mehr so viel. Allerdings verliert mein Schiff gerade nicht wirklich viel Schaden. Achso, ich glaube, ich muss in Bewegung dafür sein. Oh, da hinten ist schon einer. Komm schon, verlier schneller Schaden und flieg vor allen Dingen mal schneller. Das ist das langsamste Flugzeug, was ich jemals gesehen habe. Kann ich eigentlich irgendwie zoomen oder so? Nee. Hätte ja sein können. Lalala, lalala. Vielleicht treffe ich ihn ja jetzt schon. War es das? Habe ich ihn? Oh. Ja, der war einfach. Ausnahmsweise mal. Dann holen wir uns jetzt den da ganz hinten. Das war auch ein bisschen doof, aber ja, wie gesagt, dass ich jetzt hier nichts tut. Vielleicht mache ich es ja auch die ganze Zeit falsch. Vielleicht hätte ich wirklich einfach nur zu diesen blauen Freunden da fliegen müssen. Weißt du, das versuche ich jetzt mal, weil bevor ich jetzt diesen ganzen langen Weg da in Kauf nehme, bist du im Elend, der da hinten rumlungert. Das bringt ja auch nichts. Das Ding hier ist schon langsam genug. Oh, jetzt fliegt er gerade schneller. Hm. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Irgendwo hier lang. Ja. Das sieht gut aus. Ich glaube, manchmal ist da wirklich so eine Windströmung oder so, dass der so langsam fliegt. Aber ich kenne mich mit sowas ja nicht aus. Zum Glück haben wir nur noch 23% Schaden. Das heißt, wir sind gut vorbereitet für die 3 Aliens, die da jetzt noch auf uns warten. Naja, kann sich noch um einige Stunden handeln, ehrlich gesagt. Bis wir denn mal da ankommen. Diese Folge wird also wieder nicht so spannend werden. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber ich habe das Spiel ja nicht geschrieben, ne? Und so. Und gemacht. Ja. Da haben wir einiges vor uns. Und ich weiß nicht, ob wir über diese Berge darüber kommen werden. Ich sollte aber jetzt schon mal versuchen, irgendwie ein bisschen höher zu fliegen. Wenn das überhaupt möglich ist hiermit.
Oh Mann. Ja, kann ja nur schief gehen. Ich glaube, wir müssen auch gar nicht über die Berge. Nee, da auf gar keinen Fall. Kann es sein, dass wir eigentlich durch die Genki Dama müssen? Aber da kommen wir ja gar nicht durch. Scheiße. Ich glaube, wir haben ein Problem. Wir kommen da nicht lang. Okay. Das ist natürlich problematisch. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade, ehrlich gesagt. Pass auf, wir machen das jetzt so. Die Folge ist jetzt sowieso vorbei. Also werde ich offscreen mal eben bis zu diesem vereinzelten Alien dorthin fliegen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao!